leider nur aus dem Krankenhaus. Keine Sorge, mir geht es gut. Ich bin hier, weil ich als potenzieller Knochenmarkspender in Frage komme. So, Ultraschall ist durch. Es ist zum Glück alles in Ordnung. Der nächste Step ist die Anästhesie. Dort wird auch nochmal gecheckt und dann sind die Vorbereitungen geschafft und dann ist in 2-3 Wochen die Transplantation. Wir haben heute ein paar Szenen gedreht und ich habe einfach schon gemerkt, dass ich unterbewusst ein bisschen, oder dass halt so eine Aufregung da ist. So, und die konnte ich auch nicht ganz gänzlich wegpacken in den Szenen. Es geht ja hier um ein Menschenleben, so, ne? Und das wird mir jetzt immer so immer mehr bewusst. So, wir haben jetzt extrem viele Szenen gedreht, weil ich die ganze Woche ja quasi dann nicht mehr arbeiten kann. Aber das ist ganz cool von guten Zeiten, schlechten Zeiten. Ich weiß gar nicht, ob ich das gesagt habe, aber die haben Zitat von Christine, Menschenleben geht vor. So, ich habe jetzt gerade gekocht, habe mir die Sachen ausgezogen, damit ich nicht stinke morgen, weil ich fahre jetzt sofort weiter. Wir fahren jetzt alle los. Also der Abend ist noch nicht vorbei. In 2 Stunden geht's los. So, jetzt wird mir der Rücken rasiert. Und dann geht's schon gleich los. Ist so, ne? Geht gleich los, oder? Genau. Ich krieg jetzt Tabletten. Was sind das für Tabletten? Was gegen die Rillen und was gegen die Schmerzen. Okay, perfekt. Okay, super. Tja, wir sind durch. Ich bin aufgewacht und ein bisschen Eis bekommen. Ich fühle mich richtig geschreddert so. Aber alles gut. Alles perfekt gelaufen. Toi, 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 die halbe Miete ist schon mal getan. So, zeig ich mal, wie ich jetzt aussehe. Ein bisschen weiter runter. Hier ein bisschen geschlafen, wir haben auch gerade gegessen, ein bisschen was getrunken. Und hier sind quasi die Eintrittspunkte. Ich fühle mich erstaunlich fit. Also fit, ne? Ich merke, dass ich ein bisschen dizzy bin. Das ist eher so, wie wenn du bis 12 Uhr gefeiert hast und dann irgendwie schlafen gehst kurz und wieder aufwachst, aber zu früh aufwachst, so fühle ich mich. Ich habe gerade mit der DKMS telefoniert, die haben gefragt, ob alles in Ordnung ist und natürlich, also, Digga, keine Ahnung, was los ist, voll emotional. Die haben gefragt, ob alles in Ordnung ist. Ja, ist alles in Ordnung. Ich habe mich auch sehr bedankt, weil wirklich alle sehr, sehr nett sind. Und ich habe halt gefragt, okay, wie ist das Prozedere? Das ist jetzt so, dass die Entnahme, also dieses Knochenmark quasi jetzt sofort nach England geht. Innerhalb 72 Stunden bekommt dann das Kind in England die Spende. Und dann hoffen wir, dass alles gut ist. Hallihallo, so Tag 1 Postoperation. Ich würde halt jetzt so grundsätzlich einmal sagen, ich würde es immer wieder tun, immer wieder, und ich kann euch das auch nur empfehlen. Ich sag mal so, hey, genießt das Leben, lacht, wenn ihr lacht, feiert, wenn ihr feiert, trinkt, wenn ihr trinkt, so, und wenn ihr helfen könnt, dann helft auch. Es ist ein Wattestäbchen, ihr kriegt erstmal nur ein Wattestäbchen und dann melden die sich wahrscheinlich Jahre nicht, wenn die sich überhaupt irgendwann melden, weil es ist sehr tricky, da einen richtigen Spender zu finden. Und deswegen macht es Sinn, dass so viele Menschen wie möglich sich anmelden. Es werden alle Kosten übernommen, wirklich, selbst der Urlaub, der dann irgendwie eingereicht wird, der wird übernommen. Und rückblickend, so, wenn ich habe gestern mit Caro noch drüber geredet, ich so, ey, wenn ich bin 70 oder so, also ich schätze mich jetzt mal 70, 80 hoffentlich, wenn ich dann am Sterbenbett liege und dann rückblicke, dann denke ich mir so, ey, ich habe ein Menschenleben gerettet oder vielleicht auch nur versucht, das zu retten, aber ich habe alles dafür getan, so, und ich finde, das ist eine schöne Sache.